Und weiter geht's. Was wird uns hinter diese Tür wohl erwarten? Na, Kopf hoch. Na also. Na. So. Wen haben wir da noch? Hat sich noch einer versteckt irgendwo in der Ecke? Mädel, was stöhnst du so? Noch bin ich nicht bei dir. Hihi, selber umgebracht. Da brauchte ich gar nichts machen, der hat sich mit der eigenen Granate in die Luft gejagt. Da ist noch ein Keuler. Und das war's. Ja, klar, sonst geht's noch gut, oder was? Hallo, ich will hier wieder rein. Ey. Wollt ihr mich hier vernatzen? Was ist das denn für ein Teil? Nicht fragen, dann werde ich direkt abknallen. Also gut, gefragt habe ich, aber ich werde nicht auf die Antwort warten. Kann es sein, dass die Waffe irgendwie ein bisschen unterpowered ist für die Jungs? Da ist doch noch so eine komische Rakete oder was auch immer sein soll. Da ist eine. Da ist die andere. Komm her. Man beachte, wir bewegen uns um das Jahr 1960 rum. Plus minus ein Jahr oder so. Irgendwie scheint die Technik aber dann bis zur aktuellen Zeit ein bisschen hinterher zu hinken. Neue Waffe. Tesla-Granate. Okay, das ist wahrscheinlich hier für die... ja, für diese komisch fliegenden Dinger. Damit könnte ich die bestimmt vom Himmel holen. Ohne zu schießen. Sollte Anja finden und von diesem verdammten Ort abhauen. Ach so. Ich weiß aber auch, wo Anja ist. Die liegt nämlich da vom Auto. Aber ich werde mich hier erstmal... wieder mit Munition und Kevlar und Leben und alles und was weiß ich nicht noch alles eindecken. Der steht hier mit laufendem Motor. Junge, das ist Umweltverschmutzung. Denk doch mal an die Kinder, deine Kinder, deine Kindeskinder und so weiter. Naja, gut. So. Vorwärts zu Anja gehen. Da ist Anja. Ich werde sie retten. Hi, meine Liebe. Roadtrip! Ja, klar. Thank you.
sind Sie ein Soldat? Können Sie kämpfen? Wer sind Sie? Wir stimmen William J. Blaskovic. Ranger, Army, USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Lassen wir uns mal chauffieren. Bestimmt ihre Eltern wetten. Mamosch, Paposch. Keine Ahnung, ob das polnisch ist, aber... Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Fuck. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Nein, der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Das muss man erstmal verdauen, glaube ich. Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Im Dienst von General Strasse persönlich. Ach nee. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Ja, wir werden mal schauen. Sie haben mein Wort. Finden bestimmt eine Möglichkeit, dich. Goldene Uhr. Geld entdeckt. Da bin ich mal gespannt, was ich mir da jetzt kaufen kann. Wenn das ganze Regime alles hat, dann sind die Preise so schweineteuer, dass mir das ganze Geld nichts bringt. Ich weiß, hinter mir ist das, was ich jetzt gleich brauche. Aber ich will dich noch ein bisschen zappeln lassen, du komische Type, du Regime. Na ja, gut. Ta-ta-da-da. Das habe ich nämlich gerade schon gesehen, dass er nämlich geblinkt, als ich runterkam. Ein Spritschutz benötigt. Wo kriegen wir denn jetzt einen Spritschutz her? Vor allem Spritschutz. Heißt das nicht Spritzschutz? Oder ist das wirklich für Sprit? Ich bin bekannt dafür, mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Eine Schürze. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen! Ich würde mir Gedanken machen.
Da liegt eine Kettensäge. Ich habe mir gerade was angezogen, damit meine Kleidung nicht dreckig wird. Du solltest anfangen, dir ein paar Gedanken zu machen, mein Kleiner. Ich suche noch ein bisschen. ich habe nämlich diesen komischen Spritzschutz immer noch nicht gefunden. Da ist ein Zettel. Einkaufsliste. Was ist mit dem Serienmörder geschehen? Matavis, 8. Oktober 1960. Vor fast 5 Jahren hörten die Morde auf. Doch die Menschen haben den rücksichtslosen Serienmörder von Matavis nicht vergessen. Was trieb diesen Mörder an? Unschuldige Männer mit solch kalkulierter und kaltherziger Brutalität zu töten? Warum konnten die Behörden ihn nicht aufhalten? Wir werfen einen Blick auf die Untersuchung und zeigen, wie die Morde in den Köpfen der Bewohner von Matavis noch immer präsent sind. Ich wusste gar nicht, dass ich fließend Polnisch lesen kann. Mann, man lernt immer mehr dazu hier. Unter anderem Polnisch. Okay, gut. Spritzschutz. Was könnte ein Spritzschutz sein? Wenn ich Spritzschutz wäre, würde ich mich natürlich hier in der Schublade verstecken. Ist ja klar. Verstehst du nicht? Du verfluchter Engel. Du hast doch keine Chance. Oh, das wird ja immer perverser. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Darf ich jetzt das Ding nehmen? Ach, ne, erstmal ein Brief. Den Brief lesen wir gleich. Sie sind ein gottverdammter Irrer, verflucht nochmal! Ach, nee. Dann schauen wir mal. Ich verrate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Miep, falsche Antwort. Es gibt keinen Widerstand! Scheiße. Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Ich muss erst noch tanken. Ach doch nicht. Was wollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber Sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann winseln Sie um Gnade. Hier, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Brezgovic. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Danke. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Sie können sich auf mich verlassen. Verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Oh, der kommt mit. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr. Denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem. Und schütze uns vor dem Sturm. Kuscheln. Gib bequemere Orte, aber in der Not. Sicheres Geleit inmitten von hungrigen Wölfen. Autsch. Danke. Nehmen Sie meine Hand. Straße,
nicht sicher. Sie töten die Soldaten. Hier. Ich bleibe beim Wagen. Nein, unterbleiben. Wir warten hier auf Sie. Töten Sie alle. Okay. Allerdings werde ich nur die töten, die es auch verdient haben. Denn ich bin ja kein Schweine, euch mit meinen Freunden anzulegen. Wir haben wertvolle Fracht und müssen einen Zug erwischen. Los, erschießen Sie sie! Ja, erstmal ein bisschen umgucken. Erstmal schauen, ob wir nicht noch irgendwo was finden, was wir als Upgrade nutzen können oder ob wir schon aus der Ferne jemanden eliminieren können. Ups, mal hier rüber. Da hat das Näsle gekribbelt. Ich hoffe, es kam der Nieser nicht durch. So, aber jetzt wieder. So, Konzentration hier. Das Signal würde mich mal interessieren. Haben die irgendwie ein GPS am Körper oder habe ich nur irgendwie einen Hinweis übersehen? Wieso kriege ich angezeigt, wo diese komischen Generäle sind hier? 36 Meter, 53 Meter. Die bewegen sich. Ich meine, ich finde es nicht schlecht, aber im Moment irgendwie unlogisch. Ich komme aus dem Knast, wollte ich schon sagen. Also psychiatrischen, wo ich 14 Jahre lang drin war. Ups, da ist einer. Und komme raus. Okay, Waffe kann ich noch organisieren. Das ist kein Ding. Ich glaube, das geht nicht gut hier. Shit, ich hätte mich, glaube ich, anschleichen sollen. Immerhin beide schlagen Alarm. Das wird gleich heftig werden. Und jetzt renne ich im Endeffekt auch nur hier wild durch die Gegend. Halt, da war doch was Fliegendes, oder? Jo, scheiße. Na, wo bist du, Tiger? Ah, Mist. Ja, klasse. Jetzt gehe ich auch noch auf Nahkampf, weil ich keine Munition mehr habe, oder was? Kann doch gar nicht. Hallo? Hundi? Was ist das denn für ein Hund? Okay. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. So. Doch nicht. So habe ich denn Waffen und kann keine wählen davon. Ach, das ist doch Scheibe. Gut. Jetzt werden wir da Silence reingehen. So. Wir werden alle im Nahkampf eliminieren. Das werden wir schaffen. Aber bevor wir das schaffen werden, will ich doch erst noch mal gucken, wie diese Kurztastenbelegung ist. So, 1 bis 4, okay. Gut, ich denke mal, das hat mir gerade das Genick gebrochen, dass ich da nicht schnell genug wechseln konnte. Gut. Den lassen wir da. Da oben war gerade der eine Sergeant. Ich mal gucken. Ja, ich denke, ich sollte runtergehen, auch wenn ich weiß, dass oben einer ist, ne? Erstmal für einen freien Rücken sorgen. Dann kann man immer noch oben her. Denn ich vermute, die werden sich nicht großartig bewegen.
Okay, schade. Hier finde ich es ein bisschen blöd. Ich stehe genau vom Scheinwerfer und werfe keinen Schatten. Da hätten sie vielleicht mal ein bisschen drauf achten sollen. Plus 20 gesund. Ach so, das ist wieder nur diese temporäre Gesundheit, die er sich ja dann wieder abzieht. Medischock, das lassen wir liegen. Vielleicht brauchen wir es nochmal. Ah, jetzt kommen wir